Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Rogue. Wir stehen hier immer noch vor diesem, ja. Was soll das sein? Interagieren. Die haben jetzt keine Totems. Sammeln sie welche. Och Mensch. Wir sollen Totems sammeln. Okay, auf jeden Fall irgendwie so mit da rein. 2600 sonst was Meter, ey. Also 2,6 Kilometer. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ob es da irgendwie eine Abkürzung gibt, eine Schnellreise wahrscheinlich eher weniger. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, da hinzukommen. Ja. Gut, und was will mir das jetzt sagen? Ein Adler, ein Biber. Ja, was will mir das sagen? Es ist ein Biber, ein Ente, ein Bock und ein Vogel zwischen der Welle und der Erde. Ja. Keine Ahnung. Wieder ein unlösbares Rätsel für mich. Oh, Entschuldigung. War mit Absicht. Warum habe ich eigentlich die Schwerter gezogen? Stimmt, da war ja was mit diesen komischen Leuten, die sich ja verstecken. Also wir müssen weiter in die Richtung. Ist es überhaupt noch auf dieser Insel mit drauf? Nein, da hätte ich glatt aufs Schiff gemusst. Warum sagt mir das keiner, dass ich aufs Schiff hätte gemusst? Also wieder zurück. Fängt ja schon mal echt gut an. Ich war doch irgendwo so ein kleines Bötchen. So, zurück zum Schiff. Genau das, was ich eigentlich wollte. Jetzt müssen wir mal überlegen, wir müssen da ein bisschen wenden. Sturmböen kommen auf, Captain. Das ist doch cool, wir sind voll Kraft voraus, ne?
ist hier eigentlich... Fahre ich jetzt schon wieder richtig oder falsch? So, mal gucken, vielleicht gibt es ja hier eine Reise dahin. Das würde natürlich einiges erleichtern. Warum bin ich an Land? Warum bin ich an Land? Hier in Albuquerque. Oh ne, Albany heißt es ja. Das ist eine Menge Holz, was wir jetzt gerade gekriegt haben. Was können wir hier machen? Gut, das würde einen Schaden mehr machen. Das müssen wir uns erstmal kaufen. Nee, wir bleiben bei dem hier. Die sieht doch schick aus. Da haben wir noch Versailles-Montur, eingeborene Montur, Templer des 11. Jahrhunderts Montur. Wikinger. Das wäre doch nicht schlecht. So, wen haben wir hier? Alter, ihr. Ezio. Die sehen alle nicht so doll aus. Bleiben wir hier bei unserem, bei der Entität, die wir jetzt haben. Captain hat das Ruder. So, bloß nirgendwo gegenfahren. Ja, Narben. Ja, zum Teufel! Was war hier los? Kesego Wase. Dann sind wir zu spät. Nein. Fort Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Colonel es halten. Ihr hört den Captain, Männer! Beeilt euch! Ich würde mal sagen, jetzt muss der kleine Indianer dran glauben. Mehr Segel, Männer! Setzt Top, Rahm und Marssegel! Müssen wir da anlegen? Pass derweil auf sie auf, Gist. Ah, Captain. Alle raus hier! Das ist mein Haus. Ich bleibe. Hold there! Genau. Oh nein, ich bleibe.
Wieso komme ich da nicht hoch? Jetzt kommt man doch auch überall durchgeklettert. Weißes. Hold it. Ich nehme den Scharfschützen, müssen wir auch ausschalten. So, als kleine Vermutung. Da hinten ist das Fort, da müssen wir hin. Und ich war schon mega irritiert. Nicht durch. Warum soll ich jetzt zum Vorteil nutzen? Also, warte mal, ich kann auch einfach hier reinstürmen, oder? Oasis Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr verwahrt es. Bringt es zur Morrigan. Ich befehle es. Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Kessig Oase. Ja. Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Hey, hold the moment, Swan! Guiltile! You can't escape us! Temperhund! Was macht denn der Idiot? Mich
Ja, wäre er nicht daneben gesprungen, ne? Vor allem dieses Puckelgewehr nutzen, ey, das ist so. So, Splittergranaten. Da würdest du nicht mal endlich mal das machen, was das. Was macht er denn da für einen Blödsinn? Also wirklich, ey. So ein. Ja, kriege ich ja schon wieder eine Halskrause, ne? Wenn ich das sehe. Mich bezwingen, Verräter! We were on the right track! Get him! Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Ihr habt viel gelernt, Verräter! Kesegowase, es musste nicht so enden. Und oh, du bist ein Feind. Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du wirst scheitern. Monroe ist jetzt schon tot. Was meinst du? Liam... Ja, dann versuchen wir mal den zu retten. Der Colonel lief Richtung Docks. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Wer ist diese Liam? The French are on the verge of defeat. Komm, lauf! Das Manuskript. Ein Assassine namens... Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay.
Ja, hier machen wir auch mal einen kleinen Cut nach dieser traurigen, wie könnte man sagen, einfach nur traurig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.